Herzlich willkommen zu einem kleinen, außerplanmäßigen Video. Eigentlich hatte ich angedacht, heute gar nichts zu machen, aber nachdem gestern unter meinem Wochenrückblicksvideo, das ihr euch übrigens hier nochmal angucken könnt, Spence Olchen, anscheinend ein Fan von King of Queens, geschrieben hat, ich hätte jetzt eher mit der Zypern-Krise gerechnet, als mit solchen eher belanglosen Themen in Bezug auf meine Themenauswahl, dachte ich mir, da könnte ich eigentlich jetzt hier mal nachlegen, denn das Spence Olchen hat eigentlich ganz recht. Klar, ich habe das Zypern-Thema gestern bewusst rausgelassen, weil die News sonst sehr, sehr lang geworden wären. Aber das, was gerade in Zypern los ist, das geht uns in Europa alle an. Und deswegen dachte ich, schauen wir mal in diesem kurzen Video mal schnell darauf, damit ihr auch wisst, was da gerade Sache ist. Und vor allem hätte ich gerne auch mal eure Meinung gewusst. Es geht nämlich an das Geld aller Menschen in Zypern. Was ist los? Zypern, das habt ihr vielleicht mitbekommen, steht kurz vor der Staatspleite. Das liegt auch daran, dass es den Banken sehr, sehr schlecht geht. Und wie in anderen Fällen, wie wir das auch in Europa schon öfter mitbekommen haben, soll es ein Rettungspaket geben, das dem Land aus der Krise hilft. Damit sollen die Banken gestützt werden, damit soll der Staat gestützt werden und so weiter und so fort. Aber dieses Rettungspaket gibt es nur unter bestimmten Auflagen. Und eine dieser Auflagen, die die verschiedenen EU-Organe und die auch Zypern selbst machen, das ist, dass alle Leute, die in Zypern wohnen, etwas von ihrem Ersparten abgeben müssen. Und das klingt nicht nur hart, das ist auch hart. Eine dieser Maßnahmen sieht nämlich vor, dass jeder, der ein Konto besitzt und darauf Geld hat in Zypern, einen bestimmten Prozentsatz davon abgibt. Die Überlegung ist, bis zu einem bestimmten Betrag zu gehen, 100.000 Euro, und wer mehr als 100.000 Euro hat, der gibt mehr ab, mehr Prozent, und wer weniger als 100.000 Euro hat, der gibt weniger ab. Das betrifft wirklich vom Schulkind, das irgendwie nebenbei so ein bisschen was spart, bis zum Großbanker in Zypern alle. Und nicht nur die Menschen aus Zypern, sondern auch andere Menschen, die in Zypern ein Konto haben. Warum macht man das? Man sagt, naja, Zypern hat im Vergleich zu den Menschen, zu der Anzahl der Menschen, die dort leben, unglaublich viel Geld auf den Banken. Und das liegt auch daran, dass vor allem aus Russland sehr, sehr viele Menschen ihr Geld parken in Zypern, weil man dort sehr gut mit Schwarzgeld umgehen kann. Das ist allgemein bekannt. Und deswegen sagt man, das wollen wir ausnutzen, diese Situation. Und deswegen soll jeder etwas von seinem Geld abgeben. Und damit es gerecht ist, machen wir auch keine Unterschiede in den Personen. Momentan tagt das Parlament noch in Zypern und überlegt, ob dieses Paket wirklich verabschiedet werden soll. Vielleicht, wenn ihr dieses Video anschaut, ist es auch schon passiert. Ich habe euch da was in der Infobox verlinkt. Aber es ist doch wahrscheinlich, dass es soweit kommt. Und überall in Europa spalten sich die Meinungen. Also auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, jawohl, das ist grundsätzlich gut. Dazu zählt zum Beispiel auch der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die warnen, vor allem Wirtschaftsexperten. Denn wenn das in Zypern so kommt, dann haben auch Menschen in anderen Ländern Angst, dass es an ihr Erspartes geht. Unter anderem vielleicht auch in Deutschland. Und die große Frage ist jetzt natürlich, ist es denn in Ordnung, dass man einfach an das Privatvermögen, an das dauererspartes Geld von Menschen, der Bevölkerung geht, nur in Anführungszeichen, um den Staat zu retten. Also wir müssen uns mal für Deutschland vorstellen, sagen wir mal, Deutschland wäre auch in einer riesen Krise und der Staat sagt dann, okay, liebe Leute, jeder von euch muss 5% dessen, was er auf dem Konto hat, abgeben. Jetzt könnt ihr mal kurz euren Kontostand so im Kopf durchgehen und überlegen, wie viel Geld das dann wäre. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht gar nicht so viel, aber wenn man schon eine Weile gespart hat, ein bisschen was zurückgelegt hat, weiß nicht, vielleicht für die erste Wohnung oder das erste Auto oder so, dann summiert sich das schon ordentlich. Dazu kommt jetzt meine Meinung, die euch vielleicht etwas erstaunen wird, aber meine Meinung ist, das ist okay. Warum? Man muss sich vielleicht mal überlegen, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, auch jetzt gerade in Zypern, dass man nicht an das Ersparte geht, sondern dass man die Steuern erhöht. Und zwar unglaublich erhöht, zum Teil so erhöht, dass Menschen unter der ganzen Steuerlast gar nichts mehr verdienen. Dass sie vielleicht 70% oder 80% ihres Gehaltes abgeben müssen und dann haben sie auch nichts mehr davon. Also jetzt nur mal ganz krass gedacht. Oder wenn man das Sparpaket gar nicht verabschiedet, dann gehen die Banken pleite und dann ist das Geld sowieso futsch der Menschen. Es ist wirklich die Wahl zwischen Not und Elend, aber es ist das kleinere Übel. Denn die meisten Menschen in Zypern haben jetzt nicht die Hunderttausender-Beträge auf ihrem Konto und dann macht das gar nicht so viel aus. Wenn wir jetzt also mal im Verhältnis denken, jemand hat 5.000 Euro auf dem Konto, es wird über einen Satz von 3% nachgedacht, dann ist das unterm Strich zwar immer noch relativ viel Geld, aber es ist verkraftbar im Vergleich zu einer Steuererhöhung. Ich finde es natürlich nicht gut, dass der Staat oder vor allem die Banken, wenn sie Mist gebaut haben, jetzt dann quasi von den Menschen, die nichts dafür können, das Geld nehmen. Aber wie gesagt, die Alternativen sind auch nicht wirklich rosig.
sich. Und deswegen finde ich es okay, wenn im Ausnahmefall der Staat auf Geld seiner Bürger zugreift. Also wenn das in Deutschland so wäre, dann fände ich das in Ordnung. Allerdings natürlich nur einmalig. Die Frage, wie seht ihr das? Seht ihr das wie ich? Oder sagt ihr nein, dann lieber Steuererhöhungen in Kauf nehmen, dann lieber andere Dinge machen, aber nicht an das sauer Ersparte gehen, vor allem nicht von allen Menschen. Da würde ich übrigens auch nochmal eine Ausnahme machen. Ich würde tatsächlich nicht von allen Menschen das Geld nehmen, sondern ich würde sagen, jemand, der bis zu 50.000 Euro gespart hat, der wird nicht angetastet. Alle, die mehr als 50.000 Euro auf dem Konto haben, und die können sich's wahrscheinlich auch leisten, die müssen ein bisschen was davon abgeben. Das ist meine Meinung. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinung. Es ist mal ein wirtschaftliches Thema. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht. Wenn nicht, stellt Rückfragen in den Kommentaren. Wenn ihr mich korrigieren wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne in den Kommentaren machen. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Soll der Staat auf das Geld seiner Bürger zugreifen im Ernstfall oder nicht? Übrigens, am Mittwoch gibt es auch ein aktuelles Video, nämlich zum Thema Nordkorea. Viele von euch haben mich gefragt, was ist da eigentlich gerade in dem Land los? Ich habe gestern schon ein Video gedreht, das werde ich am Mittwoch hochladen und ich hoffe, ihr seid danach ein kleines bisschen informierter. Das schiebe ich jetzt ein. Es hat zwar nicht in dem Plan, den ihr hier, ich glaube, auf dieser Seite oder auf dieser Seite sehen könnt, das war bisher nicht drin gestanden, aber jetzt eben aus aktuellem Anlass. So, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Kommentieren. Macht's gut. Tschüss.